40 Jahre Nachtleben im Rotlicht, das muss erstmal einer überleben, ja. Das hat damals so ein Altrocker vom Düsseldorfer Moto klein gemacht. Ich habe auf diesem Stuhl gesessen. So. Also ich bereue. Wie viel hast du noch mal gesessen? Drei Jahre waren das, ne? Für mich war das eine schlimme Zeit, ja. Man hat mir die Freiheit genommen. Früher war das wichtig, dass man im Knast war, ja. Da war man einer, ja. Leben ohne. Das ist kein Leben. Mein Name ist Bert Wollersheim, war mein Leben lang Vergnügungsbeauftragter, meistens von Düsseldorf. Ja, ich bin 69 Jahre alt. Einer der sich bestgehaltensten 69-Jährigen. Nicht verschame, ja. Nee, klar, ja, finde ich schon, ja, wirklich. Also, da finde ich ja schon gut an die Geschichte. Ja, schon gerade ja. Bert und meinen Bizeps verglichen und ich habe gesehen, ich muss immer noch ein bisschen mehr ins Training gehen, damit ich, also wenn ich wirklich, Leute, wenn ich mit 69 so aussehe wie du, da mache ich echt nicht nur drei Kreuze, sondern 10, ne? Also wenn ich dich heute noch motivieren kann, also mir soll es recht sein, ne? Nee, finde ich schon wirklich. Ja. Also du hast dich wirklich top gehalten, top gepflegt. Dankeschön, ja. Super. Ja, klar, 40 Jahre Nachtleben im Rotlicht, das muss erstmal einer überleben, ja. Ja, das stimmt, ne? Das muss man sagen, wenn man andere Leute sich anguckt, so die da lange zugange waren, schon teilweise sehr verbraucht. Oder ich kenne es auch aus eigener Erfahrung von anderen Leuten. Irgendwann wenden die Leute sich zu viel irgendwelchen Puder zu oder dem Alkohol oder wie auch immer, ne? Na gut, das bleibt alles, ist ja by the way auch, das nimmt man ja alles mit. Ja. Wenn man Glück hat, nur an Zwischenstationen, ja? Also ich habe da viel Glück gehabt und gut, aber ansonsten ist ja das wenig Schlaf, Rauchen, Saufen, das ist ja noch immer gang und gäbe noch, heute noch. Und Tattoos, wie war so deine Beziehung zu Tattoos über die ganzen Jahre? Ja, mit den Tattoos, das hat mal angefangen vor, ich weiß es gar nicht mehr, also ich habe ein schlechtes Zeitgedächtnis, vielleicht vor 20 Jahren. Okay. Und kannst du dich da erinnern? War das eher so, dass du gesagt hast, so ich will irgendwo mit auf der Welle schwimmen? Oder sie haben jetzt einige Bekannte, die haben sich ein Tattoo gemacht. Ich mache mir Tattoo jetzt eher aus Gag. Oder hattest du damals schon so auch ästhetische Ansprüche ans Tattoo? Oder war es mehr so eins haben, mal ausprobieren? Also ein Fan von Tattoos war ich nicht. Okay. Und dafür hast du aber jetzt ganz schön viele. Dann habe ich gesehen, so wie meine Freundin und die Freundin und so, die hat sich schon voll tätowieren lassen. Ja. Dann denke ich, ja, aber eigentlich möchtest du gerne was auf deinem Arm haben. Was geht ab, meine Echten? Dieses Video wird euch präsentiert von meinem Sponsor BPS Pharma, 4Gym Rebels. Das sind wirklich die innovativsten, effektivsten Supplemente, die ihr nehmen könnt. Deswegen nehme ich sie auch. Dadurch bekommt man einen dicken Cameo-Bizeps. Damit kann man die Cameo-Kelle ausführen. Ihr wisst Bescheid, Leute. 15% sparen mit die echten 15. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Let's go. Was du liebst, ja, oder wo du dich mit identifizieren kannst. Ja. Und so fing dann mein erstes Tattoo an, auf dem rechten Arm. Okay. Das war Rolls-Royce-Kühlerfigur. Ja, genau, die ist ja so in der Mitte, ne? Ja, ja. Genau. Das war etwas für mich, Rolls-Royce war für mich immer so, die Begehrlichkeit an erster Stelle oben. War das denn damals, als du es gemacht hast, noch ein Traum, der noch unerfüllbar war? Es war noch ein Traum damals. Ja. Ich habe wieder irgendwann möchte ich ein Holz haben. Und wo ich dann einen hatte, dann habe ich gemerkt, das ist ein Auto, da kann man drin weinen. Ja? Ja. Da geht man nicht vor die Hunde. Ja. Das ist für mich immer noch die High-Klasse überhaupt, von der Perfektion. Okay. Ja. Ja, und das Weiß im Rolls-Royce-Emblem leuchtet auch immer noch schön. Ja, das muss man sich mal überlegen, wie lange das her. Das Weiß ist zwar jetzt beige, aber das, aber das musst du ja besser wissen. Ich als Tätowierer, wenn ich mir das angucke, das Weiß da drin ist schon ziemlich gut, hat sich ziemlich gut gehalten, finde ich. Wie lange hält sich das heute noch? Es kommt immer darauf an, es gibt Menschen, bei denen wird das Weiß ganz schnell gelb. Da geht das schon, sage ich mal, vielleicht in den ersten Monaten oder im ersten Jahr. Ne? Und dann gibt es Menschen, bei denen bleibt Weiß einfach Weiß. Und das scheint bei dir der Fall zu sein. Ja. Also das Ding ist schon ganz schön gut am Leuchten, das muss man sagen. Wann hast du dann deinen ersten Rolls-Royce gehabt? Mein Rolls, dann habe ich den damals, genau, ich weiß, kann ich mal genau sagen, weil ich habe wieder ein schlechtes Zeitgedächtnis, das ist doch nicht so wichtig für mich. Ja. Aber ich weiß noch, es war damals, wo man die D-Mark in Euro umwechselte. Ah, okay. Ja. So, weil da hatte mein Partner hatte mir Geld gegeben, ein paar hunderttausend, ich soll das irgendwie wechseln in Euro. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lege ich halt mal an in Euro. Ja. Er kam irgendwann an und sagte, wo hast du die Euro? Hast du die Euro irgendwo? Hier steht vor der Tür. Ja, das angelegt. Ja, 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 ja. Dem hatte mir nie wieder größere Summe gegeben.
Ich weiß, ich musste mal in Berlin von einem Kunden 150.000 Mark abholen. Ja. Oder Euro abholen schon war das. Ja. Da stand der Flughafen, hat mich in Empfang genommen. So, und sagte, das ist Geschäftsgeld, das hole ich lieber hier. Ja, hol ich lieber vor, wieder bei. Na gut, ich habe nie Geld gesammelt. Ich habe immer Geld, musste für mich immer in die Welt. Ja. Weil ich wollte einfach leben. Ich wollte leben, wo ich jung war. Ne? Was war denn, wenn wir über Geld sprechen, was war denn dein teuerstes Tattoo? Oder hast du überhaupt für Tattoos bezahlt? Oder war es immer? Ja, das war, glaube ich, ich habe für die Tattoos, glaube ich, das war, glaube ich, 600, 700 Mark. Boah, ja, okay, das sind ja dann Stellenwerte praktisch wie heute. Ja. Ne? Ja. Und das hat man gemacht, so ein Altrocker damals? Das hat damals so ein Altrocker vom Düsseldorfer Moto klein gemacht. Ja. Der war überhaupt, der war mir sympathisch, ja? Okay. So, ja. Der hat mir, ich habe den kennengelernt, hat mir dann erzählt, dass er immer, wenn die Party feiert mit seiner Frau, tätowierte die immer mehr voll. Ne? Also egal, wie die unterwegs, okay. Da hat er die wieder voll tätowiert. Da war auch nicht mehr viel Platz, ja? Ja, ja, dann habe ich eben. Da habe ich seiner Frau mal von meinen alten Cowboy-Stiefeln geschenkt und dann sind wir so zusammengekommen. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob es so viel dauert. Ich glaube, ich habe schon um die 600 letztendlich schon bezahlen müssen. Okay. Ja, mein Vater hat damals hat sich ja sein erstes Tattoo, seine Rose, dafür ist er dann auch, hat er sich auch bei irgendeinem Rocker, glaube ich, machen lassen. Ich weiß nicht mehr ganz genau die Geschichte, aber da gab es bei denen Nägel. Keine mussten nach Frankfurt fahren und sind nach Frankfurt gefahren und der Typ hing schon besoffen aus dem Fenster. Als sie da kam, ja, kommt hoch, ich tätowiere euch, kommt hoch hier. Ja, ja. Ja, das waren noch ganz andere Zeiten. Also die Hygienestandards wahrscheinlich damals auch. Hat er damals schon Handschuhe angehabt oder war das noch alles? Das weiß ich nicht. Das waren ja wirklich ganz andere Standards. Ja, Von Tattoo-Schmerzen, könntest du da sagen, was so dein Schmerz ist? Ja, das war natürlich, da bin ich also, da ging es mir zum Schluss, da war ich ziemlich im Arsch. Mhm. So wie so eine Grippe, die ich hatte. Ja. Wir haben das Ding durchgezogen in 9 Stunden. Oh, ja. Und die andere Seite genauso. Das war das zweite Tattoo, das waren auch um die 9 Stunden. Ja, aber wie gesagt, die schlimmste Erinnerung habe ich am Rücken, wo ich das Konterfei meiner jetzigen Frau gemacht habe. Ja. Das sollte auch fertig werden. Und da habe ich wirklich, ich habe auf diesem Stuhl gesessen. So. Ich hätte ja nicht sprechen können, ja? Ja. Es war aber nicht mehr viel zu machen. Ich habe mir gedacht, komm, ich mache dann noch die halbe Stunde noch, die Stunde noch. Und dann ging es mir wirklich dreckig, ja? Hast du auch schon mal gedacht, dass dem Tätowierer jetzt mal eine Reinigungsmittel Nein. Ich habe nur gedacht, wenn es länger, ich habe in dem Moment nur gedacht, könnte das nicht noch ein bisschen länger dauern, das Tattoo, dann breche ich das nämlich jetzt ab. Ja, okay. Ne? Ja. Und so habe ich dann gedacht, komm, mach fertig, ja? Das, wo jetzt das Cover-Up ist hier, mit diesem Totgott, mit den Haaren. Das vorne auf der Brust. Ja, weil keiner das auch erkennen, ja? Das sollte ein Totgott mit so Wiederhörnern sein. Sieht eher aus wie ein Clown. Ja. Aber wie gesagt, war schwer zu machen. Wer da war, das konnte vor allem meine Ex-Frau. Okay. Und das habe ich in Las Vegas stechen lassen. Ah, okay. Mhm. Bei diesem berühmten Tätowierer, der Wiener, wie heißt er noch? Jedenfalls bei dem, aber er hat das nicht gemacht, weil er kann keine. Er kann keine Konterfeis machen. Ach so, Porträts. Das war ein Porträt, er war ein Gesicht, hat dann ein Mitarbeiter gemacht. Ja. Der hat das war aber auch nicht schmerzhaft, weil es nur dünn gestochen war. Ja. Das waren jetzt nicht so Sachen wie bei meinem Das ist ja eigentlich auch so das Tattoo, für den man dich am meisten kennt. Ne? Ja, so. Das liebe ich auch. Ne? Das liebe ich auch. Das ist auch so, ich kenne auch keinen anderen, der die so hat wie du. Ich würde mal sagen, also wenn wir irgendwo in Deutschland einfach nur das Tattoo zeigen, weiß jeder, dass Bert Wallace hat. Ne? Also ich glaube, da gibt es keinen anderen. Ne? Nee, das habe ich geklaut. Das Tattoo habe ich geklaut. Ja. Das habe ich gesehen in Mallorca in so einem Disco-Schuppen bei so einem Showtänzer. Der hatte das, ja. Okay, und das hat mir sofort gefallen. Das sah einfach so geil aus. Ich finde es schmuckhaft, als wenn es irgendwie so ein Wirrwarr hier wäre. Ja. Wie bei dir. Ja. Nein, ich finde das immer schön. So kann ich immer so die Arme ein bisschen hoch machen. Es hat einen schönen Stil, muss man sagen. Schmerzen haben wir gerade gesagt. Ja. Gibt es irgendein Tattoo, was du bereust oder wo du sagst, so, das hätte ich jetzt nicht gemacht oder hätte ich mir anders? Also ich bereue überhaupt kein Tattoo. Mhm. Auch bei dem Porträt meiner Ex-Frau. Mhm. Das ist für mich nicht, ich denke da nicht drüber nach, was ist, wenn die nicht mehr da ist oder die abgehauen ist oder was. Das ist nicht schlimm. Dann lebe ich damit und dann muss ich das natürlich wegmachen, weil ich das keiner anderen Frau zumuten möchte.
Ne? Also so viel Toleranz erwarte ich nicht. Meine jetzige Frau, der war das am Rücken egal, ja, mit Sophia Weges, aber ich habe gedacht, gut, dann habe ich es aber schon mal durchstreichen lassen, ja, damit. Ja, ja. Ja, und dann, hat die Sophia was dazu gesagt zu dem Durchstreichen? Nein, nee? da war ich schon auf der Reise. Nee. Ja. Nein, die Leute, das wurde, sehr, das wurde schon in den Medien publiziert. Wie kann man so das durchstreichen? Da muss man ein schönes Cover machen, Blödsinn. Ja? Das war eine schöne, teilweise eine schöne Zwischenstation meines Lebens. Ja. So, und das war erledigt, abgearbeitet. Ne, so muss man, also Humor muss man im Leben schon haben. Ja? Ja. Und das ist wie bei so einer Einkaufsliste einfach. Weil die Momente der Traurigkeit oder das, wo man abgefuckt ist, die behält man für sich. Ne, aber zum Schluss muss man doch, geht doch weiter bei uns. Ja? Wir heulen uns jetzt nicht ein Leben lang die Augen aus. Ja? So. Ich habe auch keine, ich habe kein einziges gehabt. Deshalb habe ich jedoch gesagt, bei meiner jetzigen Frau, die kriegt den ganzen Rücken von mir. Und wird schwer durchzustreichen, wird auch schwierig, was drüber zu machen. Wenn es so sein aber muss. Die nehme ich da mit im Grab und außerdem finde ich es am Rücken noch nicht so schlimm. Also deshalb. Wir können eine dicke Ingwerknolle kriegen wir da immer drüber über Ginger. Also, nein, ich finde das auch nicht so störend, ja. Also wenn man jetzt, sagen wir hier, tatuiert mit einem Namen, ja. So. Und dann müsste dann die nächste, also der, glaube ich, wird die Lust vergehen. Ja. Also ich habe bei mir stehen, Sky is the limit. Ja, das ist die, weißt du, müssen sie immer, die Maßstäbe sind ja direkt hoch angesetzt, wenn man da unten bei mir anfängt. Also ich möchte auch nicht jetzt auf die Knie gehen bei einer Frau und da muss ich immer so einen Männernamen Heinz überlesen. Ja, also da, aber ansonsten würde ich, hab da auch nie drüber nachgedacht viel, weil ich lasse die Dinge im Leben, habe ich die Dinge auch im Leben immer auf mich zukommen lassen. So, wenn das dann eben erledigt war, dann war das eben erledigt. Das war, ne? Gut, na klar, dann habe ich das gut. Das habe ich aber noch lange mit mir Zeit gelassen. Das hat mich nicht gestört, ja. Dass sie da jetzt, ich bin nicht so ein Typ, der jetzt dann alles entfernen muss aus der Wohnung oder irgendwas. Mhm. Weil ich muss ja lernen, damit zu leben. Ob du noch was in Planung hast? Ja, ich will den Rücken, der muss auf jeden Fall fertig werden. Ne? Da kommt natürlich groß plakatiert nochmal der Name meiner jetzigen Frau. Ja. Kommt richtig schön Gigia Costello Wallace drauf. Ja. Und dann schreibe ich noch ein nettes drunter, mal gucken. Ja, ja. Das muss dann aber richtig tief reingehen. Okay. Also nicht von den Nadeln her, sondern. Poesie, ja? Nein, ich bin da sehr glücklich mit dieser Lady und. Ja, guck mal, ich bin jetzt, werde jetzt in ein paar Monaten 70. Ja. Ne? Also bei uns läuft das gut. Die denken immer, ich suche mir noch eine Jüngere, aber ich denke, die hat sie nicht alle. Ja? Wer will mich noch? Ah, ihr seid schon. Ich sehe aber noch eifersüchtig, dass ich vielleicht nach der Jüngeren gucke. Ja, weil die ist ja schon 37 Jahre jünger. Ja? Also, ja. Mehr geht ja nicht. Und ein besseres Leben kann ich nicht haben. Ja? Ja. Du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja. So. Ne, also. Ja, das ist so, die Tattoos sind irgendwie auch so ein Zeichen für ja, das, was man auch, so erlebt hat. Wa? Die hat auch ihr ganzes, also bis zur Rumpf hat sie den ganzen Arm mit mir voll. Ja. Schönes Bild, ja. Ja. Und die hat die Finger, die waren so schön. Ja. Schön asozial Bert draufstehen. Ja, das passt ja, ne? B-E-R-T, ja, ist ja super, ne? Ja. Nein, aber das ist ein Liebesbeweis, das hat sie auch heimlich gemacht. Ja. Das sind schöne Dinge einfach. Tattoos können. Wie gesagt, man sollte aber nicht, also den Menschen rate ich, die dann überlegen, ja, was ist, wenn das nicht mehr ist, dann Mensch, dann lasst es doch einfach, wenn ihr mit dieser Idee, mit diesem Gefühl an die Sache rangeht, dann lasst das. Ansonsten bereut dann nicht, denkt immer an die schöne Zeit. Ja, das sage ich den Kunden auch, wenn die Kunden zu uns kommen und sagen, ich überlege schon 10 Jahre, ob ich mir das Tattoo stechen lassen soll. Und ich bin mir ohne dann sag ich, du überlegst auch in 10 Jahren noch, lass es besser sein. Ja. Die Tattoos sind irgendwo, ich meine, das ist wie Falten, weil du kannst dir überlegen, ob du dein Leben lang dir Botox draufhaust oder reinhaust oder wie auch immer. Oder ob du die Falten mal ab und zu kommen lässt. Und so ist es mit den Tattoos auch. Die Tattoos sind ein Spiegel unseres Lebens, unserer Seele, unserer Emotionen auch. Ja, genau, das wollte ich sagen. Das ist eine Emotion, ja? Ja. Warum soll man die bereuen? Ja. Ne? Man könnte ja immer noch was Schönes basteln draus, ja? Aber man sollte das nicht bereuen. Ja. Viele haben mir geschrieben, wie kann man sich überhaupt den Namen eines Partners tätowieren lassen? Das tatsächlich nicht vorstellen können, die Leute. Weil die auch keine Traute haben. Ja. Die leben ihr Leben nicht in vollen Zügen, ja? Mhm.
Die überlegen sich alles im Vorfeld. Also die sollten sich in allem lieber einen Toaster kaufen, wenn sie brauchen. Ja, dann haben sie überall 2 Jahre Garantie. Ja? Ja. Es gibt für diese keine Dinge keine Garantie. Ja? Nichts im Leben ist garantiert. Aber das Leben ist schön, das Leben ist geil. Ja? Ja. Verdammt. Wenn du jetzt an deine Kinder denkst, so, da hast du auch keine Probleme damit, wenn die sich das tätowieren lassen. Ne? Nein. Also meine Tochter, die hat auch schon tätowiert sich. Ja. So, die habe ich jetzt auch irgendwo unterbringen können. Die wollte das ein Cover-up haben. Ja. Ja, also da hat sie wieder Schmerzen gehabt und die war schon sehr empfindlich. Ich habe das hier bei meiner Kette gehabt. Das sah schlimm aus. Ja. Das sah aus, als wenn alles verläuft. Die ganze Farbe verläuft. Oh, okay. Und das ist dann das Bindegewebe, ne? Keine Ahnung. Aber die ist auch für dich so ein Glaubenszeichen, ne? Deine Kette, die hast du gemacht, so, dich so deinen Glauben zu präsentieren. Natürlich auch, wenn ich es so schön fand. Ich finde das schön, so eine Kette auf der Brust. Ja. Obwohl ich finde, andere, es gibt viele schöne Motive heutzutage. Ja. Aber ich muss immer was machen, wo ich mich identifizieren mit kann, ja? Ja. Ich suche mir nicht irgendwas Schönes raus und das ist auch legitim, ja? Aber man kann sich ja immer mit irgendwas identifizieren. Mein Sohn will sich jetzt ein Schmetterling tätowieren lassen. Mhm. Ich blicke nicht durch. Ne? Oder dass er jetzt sagen wir, diese Ambition hat. Ja. Ne? Das ist so ein. Kennst ja die 18-Jährigen, ja? Ja, ja, die denken manchmal nicht so viel nach. Ne? Dieses ein bisschen Boss sein wollen, ja? So, und dann macht man sich doch, warum macht man sich ein Schmetterling? Ich sage ja, ich habe gerade schon so in die Kamera gefragt, ich weiß es noch nicht. Aber auch dazu können wir, glaube ich, beide mit viel Lebenserfahrung auch mal abschließend sagen, egal was ihr machen wollt, lasst es euch gut machen. Ja. Und ansonsten geht es einfach nur darum, gefällt es euch persönlich oder gefällt es uns nicht, ist eigentlich egal. Hauptsache, ihr seid damit glücklich im Grunde genommen. Und vor allem, ihr nehmt immer die eine kleine Legende haben, die schon was gemacht haben. Ja. Ja. Weil da kann schon einiges in die Hose gehen. Ja, lieber ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Geld investieren als immer zu wenig. Immer gucken, was die schon gemacht haben. Ja. Ne, ob die das nicht so eine Knast-Tattoo wird, ja. Ja. Knast vermeiden und Knast-Tattoos vermeiden, Leute. Ja. Das kann Bert euch auch aus eigener Erfahrung auf jeden Fall sagen. Ne? Ja. Wie viel hast du noch mal gesessen? 3 Jahre waren das. Drei Jahre waren das, ne? Ja. Ja gut, da war ich noch jünger. Das war 35 Jahre her jetzt, ja. Ja. Aber trotzdem kann ich das keinem empfehlen. Auch ich habe das nicht auf einer Arschbacke abgesessen. Nee, ja. Ich bin für die Freiheit, für die Kreativität geboren, ja. Für mich war das eine schlimme Zeit, ja. Das war ein Jahr noch im offenen Vollzug. Das fand ich auch eine man sollte Knast heute wirklich strenger machen, aber kürzer Laufzeit. Nee, so bei Brot und Wasser fände ich noch gut, ja. So richtig, aber dann vielleicht nur ein Drittel der Laufzeit und kein Fernsehen und nichts. Okay. Das tut weh, ja. Aber heute ist doch abartig. Du triffst nur auf Subkultur da und jeder überlegt, was er sich kocht oder was er alles für Schnaps sich mich. Aber ich habe keinen Spaß daran. Man hat mir die Freiheit genommen. Ja. Ich habe keinen Spaß da jetzt irgendwie Vergünstigung zu haben. Wozu? Ja. Ja? Lieber Knast schieben und kürzer. Ne? Das sitzt mehr als wie die Dichter quälen. Oder das ist ja ein Psychoding. Ja? Kriegt einen Fernseher, sitzt da rum, eigentlich gut, man hat ja nichts, man kriegt lecker Essen, passt ja alles. Ja? Insofern fand ich jetzt Knast für mich nicht so tragisch, weil ich hatte natürlich auch meine Familie hinter mir, die auf meine Geschäfte aufgepasst hat. Das ist natürlich wichtig, ja, weil man darf, ich habe Leute gesehen, die hat man 3 Monate eingesperrt und wieder freigelassen, die haben alles verloren. Ja. Da war alles weg, da war die Olle weg, da war die Arbeit weg, ja, das darf man nicht. Man sollte keinen einsperren, den ich will, sein, der Knast zu erwarten hat. Ja. Na, aber wie gesagt, ja, darüber früher, können wir vielleicht früher, heute kann ich sagen, wer im Knast kommt, ist zu blöd. Früher war das wichtig, dass man im Knast war, ja, da war man einer, ja. Aber die Zeit haben sich ja Gott sei Dank geändert. Ich denke mal, ja, das ist nicht so wichtig. Aber da können wir auch bei Cameo trifft ein bisschen ausführlicher noch drüber reden, würde ich sagen, über die Knastzeit. Ja. Ich würde sagen, wir haben über deine Tattoos gesprochen. Ja, linke Tattoo kann ich dir aber so zu sagen. Das ist auch eine Geschichte. Ja. Das ist eine lustige Geschichte, wo alles drin ist, was ich liebe, ja. Ah, okay. So. Ich habe schon gesehen, Brüste sind auf jeden Fall drin. So. Also ein Golf? 59er Cadillac. Ja. So, damit fahre ich mit den Chicas zum Golfplatz. Ja. So, wie war das noch? Ja. Und dann gibt es ein Schild, das 19. Loch. Ja. 19 Holes, ja. Ja. Da steht dann Riedstraße, aber das war mein Club, einer meiner Clubs. Ja.
Der Gewinner konnte da sein 19. Loch als Belohnung holen, ja? So, dann sind Sterne und Sterne liebe ich, Palmen, ja? So, das war dieses Tattoo, für mich eine Geschichte einfach, ja? So, mit Verbindung mit meinen Clubs, mit Verbindung mit meiner Vorliebe für meine Affinität für amerikanische Wagen, ne? Und eben halt, damals habe ich das angefangen mit dem Golfen und ja, gut. Das heißt, das Tattoo bist du? Naja, wir müssen einfach sein, also ich bitte euch, Leute, das ist ein Leben ohne das ist kein Leben. Du brauchst dir keine machen lassen. Ja. Mit dir will ich den Schmuck. Ich hab ja auch. Ja, ja. Wo hab ich denn hier? Hab ich welche? Hinten habe ich, glaube ich, auch welche. Da sind auch welche, ne? Ja. Ja, ach ja. Das passt ja. Ein paar dicke Dinger gehen immer. Ne? Ja. Ja, ich würde sagen, Bert, wir haben schön über deine Tattoos gesprochen, hast uns schöne Anekdoten auch erzählt aus deinem Leben. Ich bedanke mich erstmal bei dir. Ne? Komm, jetzt gibt es zum Abschluss die Ghetto-Faust. Ja. Ne? Und ja, Leute, neue Projekte bei dir, die wir einmal ansprechen können. Ich glaube, Table Dance oder was hast du jetzt gerade in Planung? Ja, ich bin, wir bauen gerade, mein Partner und ich, wir bauen gerade ein Table Dance in München um. Ja. Das schönste Land von München wird das werden, weil er relativ groß ist und er hat diese, wie nennt man das, diese, nur so eine Empore noch, wie so ein Balkon drumherum, ja? Ach so. Und mit noch mit einer Bar oben in der ersten Etage, wo man da immer unten auf das Geschehen gucken kann. Das heißt, eine richtig geile Sache zum Entertainen, die Leute zu bespaßen. Und das ist ja auch mehr so im amerikanischen Modell, ne? Ja, also, das ist ja auch meine, das war immer meine Leidenschaft, Dienstleistung, ja, und Menschen zu bespaßen. Gut. Und ich glaube, das kann ich schon, dann mache ich dann nochmal. Ja, da kann der Bert auf jeden Fall, Leute. Das heißt, Augen offen halten, wenn die Dinger dann offen sind. Ne? Ansonsten sage ich, wie immer, wir sehen uns bei den nächsten Dingern. Abonniert den Kanal, folgt uns bei Instagram, Facebook, TikTok, wo auch immer, egal wo wir präsent sind und ihr unsere wunderhübschen Gesichter finden könnt. Abonniert und gebt Support. Und wir sind draußen für heute. Macht's gut und bunte Grüße. Bis zur nächsten Folge. Ja.